Im letzten Jahr wurde das Filmfestival von Cannes wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt. Die diesjährige Ausgabe haben die Organisatoren jetzt von Mai auf Juli verschoben, in der Hoffnung, dass die berühmten Filmfestspiele dann auch mit Publikum stattfinden können. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Man hoffe, dass das Virus bis zum Sommer ausreichend eingedämmt sei. Die berühmten Filmfestspiele an der Côte d'Azur, die für ihre vielen Weltstars auf dem roten Teppich bekannt sind, finden mit wenigen Unterbrechungen seit fast 75 Jahren statt. Hauptgewinn ist die Goldene Palme. Zuletzt ging diese 2019 an den Film Parasite. Cannes hatte im letzten Jahr zunächst eine Verschiebung des 73. Festivals in Erwägung gezogen, bevor es schließlich ganz abgesagt werden musste. Bleibt zu hoffen, dass dem Festival in diesem Jahr nicht das gleiche Schicksal widerfährt.